Herr Hanowski, wie viele gibt es denn? Wie viele Schlösser? Schlösser gibt es, wie Sie schon sagten, auf jeden Fall mehr als genug. Wenn man es mal so in grobe Stücke teilen möchte, gibt es im Prinzip 4 Grundarten von Schlössern, die man unterscheiden kann. Einfach, wo man sich der Sicherheit so nach oben langhangelt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den ersten Sorten. Die Kinderschlösser, was genau. Jeder auch als erstes hat, sehen auf jeden Fall gut aus. Aussehen tun sie schön. Reicht auch aus, um das Fahrrad irgendwo gegen Wegtragen zu sichern, allerdings nicht gegen den Dieb, der halt Werkzeug mit hat. Also die lassen sich sofort knacken, sobald man eben halt ein Schneidwerkzeug mit hat. Das ist halt eben ungeeignet, um das Fahrrad länger irgendwo stehen zu lassen. Aber auch für einen Spielplatz oder Kindergarten ist das auch vollkommen in Ordnung. Die nächste Stufe, das wären Schlösser, wo man ein bisschen mehr Aufwand mit sich bringen muss. Und zwar gibt es ummantelte Schlösser zum Beispiel, die halt auch ein Kabel besitzen mit einer Ummantelung, dass man nicht so schnell vorwärts kommt. Man muss also schon wirklich viel länger dran rumarbeiten, bis man an einem eigentlichen Kern ist. Das wäre dann auch schon geeignet für den Einsatz in der Stadt oder wo man halt ein bisschen länger mal entfernt ist. Dann die dritte Liga, das wären Schlösser, die halt doch mit erheblich höherem Aufwand zu knacken sind. Die haben wir weiter drüben. Ja. Die Schwerbrecher. Für die Schwerverbrecher kommen die schwer zu knackenden Schlösser. Beziehungsweise ja, gibt ja in jeder Stadtregion, wo es halt nicht ganz so sicher ist. Und dafür werden wir dann in der Ecke schon besser aufgehoben. Das sind halt entweder Ketten oder Fallschlösser. Das sind Sachen aus festem Stahl, die man halt wirklich nur mit einem Bolzschneider knacken kann, mit einer Flex aufkriegt. Oder eben, das wäre dann die letzte Liga, der Experte, der den Schließzylinder manipulieren kann. Da gibt es nämlich auch Schlösser, die halt einen ganz normalen Schließzylinder haben, wie bei der Haustür, der sich halt mit Dietrichen oder Picking-Werkzeugen öffnen lässt. Wenn man das auch noch ausschließen möchte, wenn man sein Fahrrad am Bahnhof parkt, dann gibt es Varianten mit einem speziellen Schließzylinder, der sich nicht mehr manipulieren lässt. Und das wären so im Endeffekt die groben Stufen, wie man Schlösser einteilen kann. Also von ganz einfach zu knacken bis hin zu fast unmöglich. Also man kann schon den Aufwand für den Dieb enorm nach oben treiben. Also am besten probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Ja, probieren wir es aus. Ich gehe jetzt knacken und das ganz legal. Ja. Ja, wie so ein Dieb das macht, ne? Guckt keiner, guckt keiner. Das ist jetzt. Ah, ha. So, Fahrrad weg auf. Zack. Na gut, schon was anderes. Ja, sowohl einmal vom Stahlbügel her, als auch eben vom Schließzylinder manipulationsgeschützt. Also da kann man sein Fahrrad auch wirklich dann am Bahnhof stehen lassen, wenn man damit pendelt halt oder irgendwo an der Arbeit. Das ist wirklich ein Schloss, wenn man sein Fahrrad als Fahrzeug sieht, wie ein Auto, abstellen, vergessen und einfach wiederkommen und nach Hause fahren.